Hey. Komm schon. Hey. Hier drüben. Komm her. Hey, wie geht's dir, Kumpel? Hey, warte da.
Aufgepasst. Und los. Position halten. Wie schön.
Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Aufgepasst. Hier. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Bleib da. Zu mir. Geh dorthin.
Dorthin! Bleib da, Junge! Hey, gehen wir. Hey! Da! Warte. Glaubst du etwa, du kannst dir gehen? Hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns! Bitte!
Hey, Junge! Und los. Wo ist der kleine Wichser hin? Verpisst, was? Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Ah, ich hab dich...
britischen Besatzer mehr. Ich sag's dem Mann, lass uns verdammt nochmal verschwinden, sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub?
Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich sitze hier nicht rum und warte auf den Tod. Ich schwöre bei Gott, eine Bewegung in Richtung raus, ich weide dich selbst aus. Jetzt halt dein Maul, sonst erledigen wir den Typen nie. Das wird sicher lustig. Hey! Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab! Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Was zum... Komm schon!
Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Vielleicht. Nee. Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus, aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Was sind Ghule? Vielleicht. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang, aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen, sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges! Sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Also, Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Ob's dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Mann, worauf wartest du noch? Sturges. Jederzeit, Neuer. Der Fusionskern wird's bringen, glaub mir. Ja, ich weiß, was du denkst. Der Typ ist riesig. Der könnte die Minigun ohne dumme Powerrüstung hochheben. Nein, nein, danke. Keine Waffen. Ob's dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Bingo.
Durch das Hinterzimmer und auf das Dach. Ich halte sie von hier aus auf. Los! Hey, Sturges. Versorg die Powerrüstung mit Strom, dann kannst du die Minigun tragen. Dogmeat hat Hilfe für uns gefunden. Sieh mal einer an. Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Ich sehe mehr. Oh, das ist so schrecklich, Kind. Klauen und Zähne und Hörner. Das Angesicht des Todes. Mehr schaffe ich nicht. Das ist alles. Jetzt brauche ich Ruhe. Und du hast einen Auftrag zu erledigen. Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Hörst du mir zu? Alles klar? Gehörst du zum Rettungsteam? Wir können doch nicht hier drin bleiben. Das ist lächerlich. Jemand muss was unternehmen. Hab versprochen, dass wir schaffen. Hab's versprochen. Hab's versprochen, dass wir schaffen. Gott, jetzt nicht halten. Tut mir leid. Tut mir so leid. Alles in Ordnung? Ausgezeichnet. Es gibt noch mehr von euch, oder? Was ist los? Kommen wir jetzt hier raus?